Ich begrüße euch alle recht herzlich heute Abend zum Webinar mit dem Steffen Haschler neben mir vom Chaos Computer Club. Heute Abend geht es um IT-Sicherheit, um Verschlüsselung, um Datenschutz und alles, was damit auch zu tun hat. Ein sehr kompliziertes Thema, wo wir manchmal auch schon so der Qualm aus den Ohren kommt, weil ich eigentlich nur noch Bahnhof verstehe. Deswegen bin ich froh, dass wir heute auch einen Experten dabei haben. Damit wir einfach auf das Thema, ein wichtiges Thema, Datensicherheit, auch mal zu sprechen kommen und einfach auch mal Gelegenheit haben, die Fragen, die wir haben, zu stellen. Weil wir hören immer ganz viel oft von Verschlüsselung, von Sicherheit. Und das ist manchmal, das ist eigentlich immer so ein ganz technisches Thema. Und ich glaube, da braucht man einfach auch mal jemanden, den man fragen kann. Und den haben wir heute Abend auch hier. Steffen, herzlichen Dank, dass du da bist. Schönen guten Abend. Und ich würde dir jetzt einfach mal gleich das Wort geben. Vor allen Dingen am Anfang vielleicht nochmal der Hinweis. Alles ist, wie gesagt, dialogzentriert aufgebaut. Das heißt, wenn ihr Fragen oder Ergänzungen habt an den Steffen oder mich oder wie auch immer, meldet euch einfach, lasst uns ins Gespräch kommen. Ihr könnt auch gerne den Chat nutzen. Ich habe den hier auch direkt im Blick und werde die Fragen dann auch weitergeben. So, genug der Vorrede. Steffen, trotz Krankheit heute, vielen Dank, dass du trotzdem da bist und schönen guten Abend. Ich würde jetzt einfach mal das Wort geben. Okay, danke Tobias auch für die Einladung. Hallo in die Runde, genau. Also zum Thema Verschlüsselung. Ich würde vielleicht so starten, einmal zwei Sätze zu meiner Organisation zu sagen, über die ich jetzt eingeladen wurde vom Tobias, das ist der Chaos Computer Club. Wir sind auch dezentral organisiert, wie eure Standorte mit euren Veranstaltungen. Und ich bin im CCC Mannheim, also gar nicht so weit weg für manche. Betätige mich da ehrenamtlich im Bildungsprojekt Chaos macht Schule, weil wir halt denken, dass so diese ganzen Technikthemen eigentlich so technisch gar nicht unbedingt sein müssen, sondern eher was Gesellschaftliches ist und wir aber trotzdem vielleicht ein bisschen Spezialwissen haben, was wir halt gerne teilen. Und wichtig ist uns auch immer, wir bezeichnen uns selbst als Hacker, aber eben nicht in diesem, ich sage jetzt mal platt, Springer-Bildzeitungsformat, sondern, ja genau, danke dir für deinen Kapuzenpulli. Ich habe auch ein schwarzes Shirt mit CCC drauf an, aber wir sind halt Menschen, die kreativ mit Technik umgehen und wir haben sehr wohl auch eine Hackerinnen-Ethik, die zum Beispiel sagt, mühle nicht in den Daten anderer Leute rum, also genau solche Dinge wollen wir eigentlich nicht tun. Sondern uns geht es wirklich darum, kreativ mit den technischen Geräten zu sein. Und klar ist bei uns auch das ganze Thema Verschlüsselung. Ich würde es dann als Informationssicherheit ganz abstrakt bezeichnen. Ein großes Ding so. Informationssicherheit meine ich, weil am Ende geht es ja meistens darum, dass wir eben ein persönliches Wort haben, was wir schützen wollen. Und dann kann uns eigentlich egal sein, wie es geschützt wird. Also natürlich ist eben Technik da eine Grundvoraussetzung, weil wir vielleicht mobile Endgeräte verwenden. Aber letztlich geht es um die Informationen, die wir mit Menschen teilen. Dass ich Kontrolle habe, wer die Information bekommt und wer sie nicht bekommt. Genau. Und zum Thema Verschlüsselung vielleicht auch nochmal eine Abgrenzung, weil es ja dann schon was Technisches nachher ist. Ich habe da ein Bild, was ich immer zeige. Da würde ich jetzt mal, Zoom ist auch neu für mich, aber ich hoffe, ich schaffe das. Ich habe vorhin ja auch einmal geübt. Die einmal rüberschalten auf dem Browser und gerade nochmal ein kleines Bild zeigen, wo man einfach nochmal die Verschlüsselung sieht im Analogen. Also hier ist halt ein Fahrrad abgebildet und das ist an einen Pfahl geschlossen durch ein Schloss. So ähnlich geht es dann im technischen Bereich auch. Ich möchte aber an dem Bild noch eins klar machen und zwar, es gibt trotzdem auch Gesetze, die halt klar sagen, dass eigentlich niemand mein Fahrrad wegnehmen darf. Ich brauche es eigentlich nicht anschließen. Von der Gesetzeslage her. Nichtsdestotrotz muss ich es, wenn meine Versicherung nachher zahlen soll, beziehungsweise sollte ich es aus vernünftigen Gründen, sonst ist es am Bahnhof relativ schnell weg. Und das Gleiche gilt eben auch im Digitalen. Wir haben natürlich Gesetze wie den Hackerparagraf, ist ein Strafgesetzbuchparagraf oder eben die Datenschutzgrundverordnung ist jetzt gültig, die viele meiner Daten eigentlich schützt, aber es ist halt dann doch so im Digitalen wie im Analogen, dass es Menschen gibt, die sich da halt nicht dran halten an die Gesetze. Und deswegen ist es total super wichtig, darauf zu achten, wie man Dinge verschlüsselt, ja. Gut, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier den Share wieder, Stop Share gibt es ja als Button. Probieren wir genau, das mal. Richtig. Da frage ich jetzt einfach mal nach, was bedeutet überhaupt, also verschlüsseln? Ich meine, Daten sind ja erstmal etwas
physisch, nicht haptisch ist, nichts, was ich anfassen kann. Wie mache ich dann ein Schloss drum? Also was ist denn eigentlich verschlüsseln? Ja, genau. Also die Standardnamen sind immer Alice und Bob, wie man das Beispiel bringt. Also ich hatte gerade, letztes Jahr war, vielleicht kennt ihn jemand aus der Runde, Marty Hellman da von der Stanford University, der war mir an der Schule schon bekannter. Und der hat eben mit Diffie diese Verschlüsselung mathematisch umgesetzt. Und der hat es eigentlich ganz schön meinen Schülerinnen erklärt. Das würde ich jetzt so leicht abgewandelt übernehmen. Also im Prinzip geht es halt darum, wenn ich jetzt eine Nachricht habe, sage ich mal, Tobias, die will ich dir jetzt schicken. Nehmen jetzt nicht Alice und Bob, sondern Steffen und Tobias. Und angenommen, hier sind jetzt andere im Raum. Hier gibt es eben eine Hanna, einen Ingo, ich sag mal einfach ein, zwei Namen hier. Und angenommen, wir hätten so eine Briefkette, flüsterpostmäßig, und ich würde es weiter sagen. Ich will aber nur, dass du das am Ende dann hast. Dann wäre halt meine Möglichkeit, das so zu machen, dass ich meine Nachricht in eine Box lege und sage den anderen so: guck bitte nicht rein, gib sie durch. Aber letztlich weißt du nicht, Tobias, ob das jetzt niemand gelesen hat. Und einige würden vielleicht auch reingucken. Und wie man das jetzt mathematisch angehen kann, ganz einfach erklärt, was wir machen könnten, wäre, dass da du ja was von mir willst, nämlich eine Info, schenkst du mir eins deiner Vorhängeschlösser, das ist irgendwie offen. Du hast dafür Schlüssel zu Hause, aber sonst niemand. Und ich habe dieses von mir das rote Schloss, weil du einen roten Pulli an hast. Und dann würde ich praktisch meine Box abschließen mit deinem Schloss, mit dem roten Schloss. Dann kann ich es durchgeben, und wenn es am Ende gebrochen wurde, aufgezwickt wurde, weißt du, da ist was schiefgegangen. Aber in der Mathematik kann man es eigentlich so machen, dass es schwierig ist und vor allem, dass man es auch bemerken würde, meistens so. Und das ist eigentlich ganz gut. Die Frage ist halt, wie kannst du mir vorher das Schloss geben? Da hast du wieder ein neues Problem. Das kann man auch noch so lösen, dass ich dir die Nachricht schicke, ohne dein Schloss zu haben, aber ich mache mein Schloss dran, mein schwarzes Schloss, ich habe jetzt ein schwarzes T-Shirt, dann kannst du erstmal die Nachricht überhaupt nicht lesen, kriegst aber diese Box, machst halt noch dein rotes Schloss mit dran, schickst es mir wieder zurück über die anderen Leute. Ich mache mein Schloss dann ab, deins kann ich nicht mehr abmachen, aber ich schicke dir die Nachricht wieder zurück. Dann hast du vereinfacht gesagt, verschlüsselt die Informationen von mir bekommen. Mathematisch gesehen ist es ein bisschen kompliziert, das geht mit Primzahlen, mit Großen, aber vereinfacht gesagt, wäre sowas wie: wir haben ein gemeinsames Geheimnis, die Zahl 6, und ich habe die 2 und du die 3. Und wir beide wissen, dass 2 mal 3 6 ist. Das würde natürlich jeder andere auch wissen. Das ist ein sehr vereinfachtes Beispiel. Macht die Zahlen größer, macht das Problem ein bisschen mathematisch komplizierter, und dann steigen viele aus. Und dann wird es schwierig, dahinter zu kommen. Und so verschlüsselt man eigentlich Nachrichten, dass man sie mathematisch in einen Code übersetzt, den eben nur noch wir beide lesen können. Okay. Auch wenn ich finde, dass du das sehr gut erklärt hast, geht es mir echt durch den Kopf, spätestens nach mathematisch bin ich ausgestiegen. Ja? Habe ich denn, ich sag mal, in meinem Alltag viel mit diesem mathematischen Gedönse zu tun, wenn ich verschlüsselt kommunizieren will, oder muss ich das irgendwie alles wissen? Das ist genau der Punkt. Eigentlich muss ich nur ein grobes Gefühl haben. Also ich schalte nochmal auf den Screen, weil genau hier, das war jetzt als Beispiel Pixabay, als Adresse, die haben halt freie Bilder, deswegen habe ich von denen jetzt ein Fahrradschlossbild genommen. Und die haben hier einmal in vielen Browsern jetzt angezeigt, das grüne Schloss. Und wichtig ist, hinter dem HTTP das S, das steht für Secure. Und das sollte mir bewusst sein im Alltag, wenn ich auf solchen Seiten bin, damit, da ist so eine Art Handshake, wird da gemacht, also damit ich mich mit der Seite unterhalten kann, muss ich genau diese Verschlüsselung machen. Und es gibt aber auch Seiten, da habe ich jetzt auch vorhin nochmal eine aufgemacht, eine ältere, weil die mittlerweile eigentlich alle das haben. Da ist es zum Beispiel nicht der Fall, ist das Schloss auch hier extra durchgestrichen, und da ist eben eigentlich ein HTTP, schreib es mal vorne dran, ist da vorne dran, also dann geht die Seite wieder auf, und würde ich HTTPS schreiben, dann kapiert er irgendwie gar nicht, was ich eigentlich gerade von ihm will. Also das ist unverschlüsselt. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man hier jetzt Passwörter eingibt. Viele Browser sagen dann dankenswerterweise eh schon so: ey, pass mal auf, hier ist was nicht ganz sauber. Aber auf vielen Seiten, ich bin noch eine andere Seite, gibt es manchmal Verschlüsselung noch nicht. Hier ist wieder eine ohne, aber hier ist wieder das S. Ich glaube, das sollte man im Alltag wissen. Das ist das eine, so wenn man, sage ich mal, mit Browsern im Internet surft. Und das andere, was man wissen sollte, wäre, wenn ich zum Beispiel auf dem Handy Messenger-Dienste verwende, dass ich da dann weiß, gehen wir wieder raus, was meine Dienste, die ich nutze, leisten können und was eben nicht.
das jetzt Mail ist, ob das WhatsApp ist, ob das Signal ist, Wire. Ja, dass ich einfach informiert bin über den Dienst. Mathematisch, wie die das dann machen, muss ich, glaube ich, nicht wissen. Klar, die Expertinnen können jetzt sagen, hey, ich weiß dann bei Telegram, die machen ein komisches eigenes Verfahren, da bin ich eher dagegen, deswegen nehme ich jetzt einen anderen Dienst. Aber das ist, sage ich mal, Expertenkram. Ja, letztendlich geht es ja auch genau, ich sag mal, für die Leute, die eben keine Experten sind, darum, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da ist es einfach erstmal wichtig zu wissen, okay, in Internetseiten, ich sag mal, worauf man achten muss, auf dieses Schlosssymbol, auf dieses HTTPS, dass die Verbindung oder die Information vom Computer zu der Seite, dass die eben nicht einsehbar, nicht lesbar sind. Und was das Smartphone angeht, einfach der Vorschlag, wenn bestimmte Apps oder Messenger bei euch vor Ort jetzt gerade Thema sind, dass wir das jetzt hier einfach mit aufnehmen. Und ich glaube, so bei den Standard-Messenger, da kann man eigentlich auch so direkt was dazu sagen. Also wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, gebt es einfach in den Chat oder fragt das dann einfach mit rein. Genau, ja. Warten wir mal ab, ob was kommt. Genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich würde hier sammeln, wenn was kommt und gehen jetzt einfach mal so den Schritt weiter, weil die Frage, die sich auch stellt, wir haben uns in dem Projekt auch schon sehr viel mit Datensammlerei und Big Data auch schon mit beschäftigt. Es werden auch viele Daten auch gesammelt. Aus deiner Sicht, warum sind denn Daten so schützenswert, damit wir sie so kompliziert verschlüsseln müssen oder können? Oder warum gibt es überhaupt diesen Bedarf der Datensicherheit oder der Informationssicherheit? Mhm, ja, also da würde ich jetzt erstmal auch wieder auf den Browser rüberhüpfen, um da kurz technisch was Kleines zu zeigen. Also muss ich halt rein jetzt mal vom Internet her sozusagen klar machen, wenn man eine Anfrage macht, also ich gehe jetzt zum Beispiel mal auf eine Seite, die vor allem bei Jugendlichen vielleicht beliebt sind, instagram.com, schauen wir, was hier so passiert. Das dauert ein bisschen. Sonst mache ich das im Browser. Ah, da passiert jetzt was. Hier wird sichtbar gemacht, dass eben, und auf der Karte sieht man es interaktiv auch, dass es so ist, dass man eine Internetabfrage macht und viele Zwischenstationen eigentlich mit eingebaut sind. Also viele Rechner werden passiert, wo Daten weitergeleitet werden und theoretisch können die halt erstmal mithören. Das sollte man zum einen wissen. Also ganz unabhängig jetzt, ob meine Daten jetzt, finde ich, schützenswert sind oder nicht, sollte man wissen, wenn man im Internet ist, lesen viele mit. So. Und manche machen das auch sehr professionell. Zu dem Bild kommen wir gleich noch. Aber vorher, manche machen das sehr professionell. Zum Beispiel dank Edward Snowden wissen wir von der NSA ein bisschen was. Das ist jetzt leicht veraltet. Aber ich gehe mal hier so, dass man diese gesamte Karte sieht. Wenn man die Menge der Stasi-Aktenschränke vergleichen. Wir haben ja jetzt gerade 30 Jahre her, dass im Prinzip die Stasi-Aktenschränke für immer geschlossen wurden, nicht weitergesammelt wurde. Wenn man hier rauszoomt, dann sieht man einfach, was solche modernen Dienste über die modernen Medien halt sammeln konnten. Und während die Stasi-Aktenschränke die Museumsinsel in Berlin irgendwie halbwegs vollpflastern, würden fiktive, ausgedruckte in Aktenschränke gestellten Daten der NSA als Beispiel eben ja hier einen Großteil eines Kontinents überdecken. Und das ist natürlich schon krass. Also das muss man einfach wissen, dass eben Datensammeln ziemlich leicht gemacht wird. Vor allem das Speichern der Daten ist jetzt ziemlich einfach geworden. Und diese Dienste sind halt einfach auch an Einzelpersonen interessiert. Die machen soziale Netzwerke auf. Da kann ich vielleicht auch mal kurz ein kleines Beispielbildchen noch zeigen, wie sowas aussieht. Vielleicht auch mal ein Originalbild aus den Snowden-Leaks. So kurz gucken, es ist hier wieder bei Zoom, teile mit euch. Ah, da ist es. Jetzt müsstet ihr so ein Bild sehen. Und das ist jetzt aus einer Dienste-Datenbank, direkt aus den Snowden-Leaks. Und da werden die Personen im Prinzip markiert. Und wenn die halt die falschen Freunde haben, dann hat das Auswirkungen auf deren sozusagen wie eng ich vielleicht auf die achten muss oder so. Und das gibt natürlich da auch viele sogenannte False Flags, also einfach, dass ich dann in irgendwo reingezählt werde von irgendeinem Algorithmus und da gehöre ich überhaupt nicht rein. Und das ist dann halt nicht so cool. Und insoweit sollte man gucken, dass diese staatlichen Datensammler möglichst nicht unnötig Daten von mir bekommen.
Es gibt eben noch zwei andere große sozusagen Gruppen. Das wären noch einmal die kommerziellen Datensammler. Auch die sind super fleißig. Die machen das halt vor allem zum Beispiel, wie ich WhatsApp benutze. Da wird dann nicht gespeichert, was ich schreibe, aber mit wem ich wann schreibe. Und dadurch wird halt klar, mit dem einen kommuniziere ich viel, der steht mir eng nahe, oder mit jemand anderem immer nachts, oder ich mache ständig nachts die App auf, dann habe ich vielleicht eine Schlafstörung. Also da wird sozusagen auch über die Personen was in Erfahrung gebracht. Und die dritten sind dann diese Hacker im Plattensinne, im Alltagssinn. Das sind einfach irgendwelche Leute, du hast mir vorhin in der Vorbereitung kurz von einer Fritzbox die Anekdote erzählt, dass da vielleicht jemand versucht, in mein Heimnetzwerk reinzukommen, gerade mit IoT-Geräten zu Hause, muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Und insoweit sind erstmal alle Daten irgendwie wichtig. Zum Thema WhatsApp, weil du das jetzt angesprochen hast, ist ja auch eine App oder ein Messenger, die viele auch nutzen, die jetzt auch hier sind. Wie ist die denn sicherheitstechnisch einzuschätzen von Verschlüsselungsgrad her und von der Datensicherheit? Also erstmal muss man eine Sache sagen. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Software. Die eine, da liegt der Quellcode, also wie die geschrieben ist, komplett vor. Und die anderen ist closed, nennt man das, oft weil ein Geschäftsmodell dahinter steht. Und dann weiß man gar nicht alles. Und WhatsApp gehört in die zweite Kategorie. Wir wissen also letztlich nicht alles, was die tun oder können, sondern sie sagen uns ein paar Dinge und wir können sie glauben oder halt nicht. Insoweit ist es eine eingeschränkte Antwort, die ich geben kann. Zum Thema Datensicherheit, also wie die Daten abgesichert sind, wie die Verschlüsselung ist, das wirkt alles sehr stark. Also da kann man sagen, Haken dran. Ich brauche keine Angst haben, dass wenn ich jetzt, wie hier jetzt, bin gerade in einem fremden Internet, WLAN-Zugang, dass da jetzt sich jemand hinhocken kann und dann einfach mal so meine WhatsApp-Nachrichten mitliest. Das ist im Prinzip faktisch wohl nicht möglich. Insoweit alles gut. Eben auf der anderen Schiene war diese Datenschutzschiene, dieses was, wie werde ich ausgewertet, wie werde ich durchleuchtet, das ist bei WhatsApp halt eine mittlere Katastrophe. Aber datensicherheitstechnisch, von der Verschlüsselung her, alles, was man weiß, ist sehr stark. Was bedeutet mittlere Katastrophe? Naja, also Wort mittler werden wahrscheinlich die einen sagen, es ist zu schlimm oder die anderen sagen, es ist zu wenig gesagt. Also es ist halt einfach so, dass die halt, ich bin halt das Produkt, die stellen mir halt den Dienst kostenfrei zur Verfügung und dafür bezahle ich halt eben genau mit solchen Profildaten. Ich habe meine Handynummer, die gebe ich preis, dann gebe ich noch gleich, wenn ich keine richtigen Einstellungen mache, die Handynummern aller anderen meines Kontaktbuchs preis, was schon wieder datenschutzgrundverordnungstechnisch sehr fragwürdig ist. Und mit den Handynummern wird halt auch gearbeitet. Die werden verknüpft, weil ich vielleicht mit der Handynummer noch woanders angemeldet bin. Dann ist halt WhatsApp noch Teil der Facebook-Gruppe. Also da wird einfach viel verknüpft so. Und am Ende wissen die halt meistens mehr als ich über mich selbst, über meinen Gemütszustand, meine Hobbys, ich weiß nicht, meine Vorlieben. Das ist einfach nicht so toll. Gibt es bessere Dienste, zumindest nach heutigem Kenntnisstand, die das halt nicht so machen. Okay, weil wir jetzt ja gerade bei dem Thema bessere Dienste sind, was ist da deine Empfehlung? Also man hört ja jetzt, also ich sage mal so Signal und Threema, das ist das, was in den letzten Webinaren öfter mal gefallen ist. Wie ist da so deine Einschätzung? Ja, also da gibt es erstmal noch einen kurzen Disclaimer. Jetzt spreche ich nicht für den CCC, weil der macht halt keine Produktempfehlung, genau deswegen, wegen dem Disclaimer. Und der heißt, was heute richtig ist, kann morgen falsch sein. Also insoweit, ich kann jetzt sagen, was ich persönlich empfehle oder was ich persönlich nutze, möchte aber nicht, dass dann später jemand sagt, ah Mist, jetzt habe ich dem auch geglaubt, dann erzählt er halt einfach Quatsch, weil halt morgen was in den News steht. Also es ist so, Threema nutze ich auch, es ist halt kostenpflichtig. Der Vorteil ist, dass sie halt in der Schweiz, meine ich jetzt, bin jetzt gerade nicht ganz aktuell, aber wir waren immer in der Schweiz, sitzen und damit einfach einer gewissen Gesetzeslage genügen, die der vergleichbar ist, die ich so kenne in der EU. Und das ist anders als in Amerika. Und das macht schon einen riesen Unterschied zwischen dem Dienst Threema und dem Dienst WhatsApp. Und dazu kommt, bei Threema kann ich auch nur meine ID, heißt es da, also meine Nummer preisgeben. Dann kriege ich nochmal eine neue Nummer, nicht meine Handynummer. Und das kann mich schützen, weil ich halt einfach nicht jedem der Hergelaufenen meine echte Handynummer verraten muss, die doch eine recht sensible Sache ist. Es gibt noch Wire, was eben dann nichts kostet und eigentlich vergleichbar ist zu diesem Threema. Und dann gibt es halt noch Signal. Das wäre im Prinzip WhatsApp ohne Datenauswertung, weil verschlüsselungstechnisch sind die wohl sehr ähnlich. Der Vorteil bei Signal, wie auch bei Wire, ist, dass eben viel mehr Code-Teile, also wie er geschrieben wurde,
das Programm geschrieben wurde, halt offen liegt und viele Menschen drauf schauen können. Mhm. Ja. Also insoweit eher Daumen hoch, hätte ich jetzt gesagt. Ja, erstmal danke für die Einschätzung. Der David, der hat jetzt gerade schon mal die Links für Threema und Signal in den Chat gepostet, für die, die es interessiert. Danke, David. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal so eine Rückfragerunde machen. Ja, auch mal in die Standorte, Dekanat Bergstraße und auch in Kassel und auch die anderen, die dabei sind. Gibt es bislang Fragen oder Ergänzungen? Die Katrin, du musst dich noch. Ich schalte dich einfach mal. Ich habe dein Audio aktiviert, bitte. Ich danke dir. Hört ihr mich oder hörst du mich? Fantastisch, ja. Was mir so durch den Kopf geht, ist die Sache, das stimmt alles, ich gebe dir da recht, aber ich erlebe oft, dass quasi der Einfluss auf die einzelne Person so nicht erlebbar ist. Also ich bin irgendwie eine Frau, die arbeitet und die wohnt irgendwo und dann bin ich halt mal bei Amazon und dann mache ich mal dies und wen interessiert das eigentlich so ungefähr? Ja, also wer kommt daher und will was mit meinen Daten? Also verstehst du, der Einfluss, so die Reaktion auf das Individuum, das ist oft nicht sichtbar und dadurch auch schwer deutlich zu machen, wie wichtig es wäre, auf bestimmte Dinge zu achten. Klar, Edward Snowden natürlich, der wird verfolgt oder wurde. Als Katrin Hellwig, die hier in Fürth jetzt sitzt, wen interessiert es eigentlich so? Kannst du vielleicht dazu noch was sagen? Ja, also ihr hört mich noch und seht mich sogar auch, weil mein Zoom gerade ein bisschen spinnt. Ich bin auf Linux, da ist alles nicht ganz so einfach, aber dann kann ich weiterreden, wenn ihr mich hört. Ja, das stimmt. Also ich meine, also es gibt eben einfach drei Gruppen. Die kommerziellen, das war eben sowas wie Google auch, die bei jeder Suchabfrage unglaublich viel über mich lernen. Facebook, die haben einfach mich als Persönlichkeitsprofil. Ich werde halt behandelt als ein Individuum aus einer bestimmten Zielgruppe dann, das man bewerben kann. Also sprich, das ist dann dieses personalisierte Werbung. Ich gehe auf Amazon oder sonst wo und war vorher, oder vielleicht nicht Amazon, ich gehe auf spiegel.de und war vorher halt irgendwie auf eine Reise gebucht oder so von irgendeinem Land oder wenigstens danach geguckt. Und dann kommt genau dazu passend die Werbung. So sehe ich das so ein bisschen. Aber da sagt man vielleicht fast, ach, das ist ja von Vorteil. Das macht ja alles leichter für mich. Was hinten im Hintergrund passiert, hinter den Kulissen, ist halt ein riesiger Datenhandel. Und das kann schon sehr wohl Auswirkungen haben. Das kann entweder beim kommerziellen Auswirkungen haben, dass ich eben vielleicht später mal einen Kredit nicht kriege oder es irgendwas teurer ist, wenn ich eine Seite besuche, als es eigentlich sein sollte, weil ich von mir aus ein Apple-Produkt nutze oder vielleicht einfach eingeschätzt werde als jemand, der mehr verdient. Also das sind so Dinge, die sind aber noch im gewissen Sinne harmlos. Auf Staatenseite, da erinnere ich immer an die rosa Liste. Vorhin war ja auch kurz mal das Bild zu sehen, IBM und der Holocaust. Das ist sehr spannend, wer sich da geschichtlich interessiert. Es gab die rosa Listen in der Weimarer Zeit. Und da wurden halt Menschen verzeichnet, es war ein homosexuelles Verzeichnis. Und als dann die Nazis an die Macht kamen, wurden daraus Todeslisten. Und daran sieht man zumindest intuitiv, dass aus Daten, die über mich gesammelt wurden, später Konsequenzen kommen können, die ich so nicht erwartet habe oder die niemand erwartet hat. Also ich denke, wenn man so auf staatliche Seite guckt, ich sag mal, haben wir im Vergleich zu anderen Ländern ja auch noch das, ich sag mal, Glück, dass wir aus einer einen oder mehr oder weniger geregelten Demokratie heraus die Sache betrachten können. Ich meine, wenn man jetzt in anderen Ländern schaut, in der Türkei oder in China, wie eben Datenmissbrauch aussehen könnte, wie dort die Folgen wären, sieht das nochmal ganz anders aus. Was ich aber noch ganz wichtig finde, vielleicht auch gerade bei den Leuten, die jetzt bei euch auch sitzen, Katrin, oder auch bei euch, Felicitas, vielen wird dieses Formular vielleicht noch irgendwie was sagen. Und zwar die Volkszählung 1987, der Zensus. Ich war damals erst 11. Ich kann mich nicht so wirklich daran erinnern, aber meine Eltern erzählen immer so schön davon. Und zwar, dass es eben massenhaft Proteste gab. 100.000 auf die Straße gegangen sind. Und eben mein Kollege, der Michael, der jetzt auch nicht hier war, da noch stolz erzählt hat von seinen 150 Mark Strafe, die er zahlen musste.
und weil er eben nicht den Bogen ausgefüllt hat. Und ich finde, es gibt einfach noch so etwas wie ein Grundrecht auf Privatsphäre. Das ist, je digitaler unsere Umwelt wird, immer, ich sag mal, transparenter wird man da. Aber ich finde, man hat immer noch, ich sag mal, so gewisses Grundrecht darauf, privat bleiben zu dürfen. Und ja, das Gespräch hatten wir ja auch schon in mehreren Webinaren. Steffen, dein Bild ist jetzt weg. Bist du noch da? Ich bin grundsätzlich da. Hört ihr mich? Oder? Ja, ich höre dich. Wunderbar. Ich kann mal gucken, ob ich hier mal kurz auf Force Quit drücke. Ich weiß nicht, was dann passiert. Dann bin ich sonst auch gleich wieder da, weil bei mir hat sich hier der Chat aufgehängt. Ich drücke mal drauf. So, jetzt gucken wir mal. Bin ich noch verbunden oder? Also da bist du noch, nur dein Bild ist jetzt gerade. Ja, also ich sehe gerade hier, dass ziemlich viel gerechnet wird. Also irgendwo hängt was gerade. Ich könnte es einmal zumachen und wieder aufmachen, dann haben wir mich das wieder. Das kannst du machen, ja, dann warten wir eben so lange. Und vielleicht kann man ja nochmal schauen, vielleicht gibt es ja vor Ort nochmal irgendwelche Ergänzungen oder Rückfragen, die Zwangspause jetzt nochmal kreativ genutzt. Vielleicht einerseits zu der Frage Privatsphäre, braucht man das wirklich gegenüber staatlicher Regulierung, Stichwort Grundrecht auf Privatsphäre, oder reichen im Prinzip schon die wirtschaftlichen Interessen raus, um sich, ja, um Wert auf Verschlüsselung, auf Privatsphäre auch zu legen? Was meint ihr vor Ort? Oder sind wir eh alle so transparent, dass es dann auch egal ist? Hier haben alle aufgegeben. Diesbezüglich. Maren, komm doch mal. Ja. Wer macht denn das noch mit Payback? Sagt mir gar nichts. Payback, heißt das so? Payback, ne? Punkte sammeln brauchen wir nicht. Punkte sammeln, genau, das sind genau das Gleiche. Ach so, jetzt geht es um Payback-Karten. Ah, jetzt ja, ist, glaub ich, auch Daten sammeln. Ja, wenn die Mann vors Mikrofon kommen würde, dann könnten wir sie auch verstehen. Das ist schwierig, so ohne Funkmikrofon aus der anderen Seite des Raums. Okay, sie hat gesagt, dass die Payback-Karten eigentlich das Ähnliches wäre, die Daten sammeln. Payback-Karten ist natürlich auch schon eine alte Form, wo Daten gesammelt wurde. Komplette, ja, Profile, wann kaufe ich, was, wo, wie bezahle ich, zu welcher Uhrzeit gehe ich einkaufen. Also auch so diese ganze Information rund um den Einkauf. Steffen, da bist du wieder. Wunderbar. Und gucken wir mal, passt sonst alles vom Ton her noch? Ja, fantastisch. Sehr gut. Sorry, genau. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, genau, ja, zu dieser Frage, die völlig berechtigt ist, wegen, dass man es im Alltag nicht sieht, und es ist einfach so. Ja, also man sieht im Alltag, dass nicht nur wenn was passiert, ist es halt schlimm. Ich würde es mit dem Straßenverkehr vergleichen. Vielen Menschen ist nicht bewusst, was eine hohe Geschwindigkeit bedeutet. Aber wenn ich einmal gegen Brückenpfeiler fahre mit meinen 200 Sachen, mit meiner E-Klasse oder so, meinem getunten Auto, dann bin ich wahrscheinlich sofort tot oder schwerst verletzt. Und leider ist es im Digitalen ähnlich, dass einfach das Alltagsverhalten passt, weil halt nichts passiert. Und kommt mal eine komische Regierung dran und dann kann was ausgegraben werden, was 10 Jahre alt ist, 20 Jahre alt ist. Siehe auch sowas wie Social Scoring System in China, ist eine sehr spannende Entwicklung. Oder eben die andere Schiene noch, die wir jetzt nicht so betrachtet haben, werden die Dritten, die mir Schaden zufügen wollen, Identitätsklaus, da war ein Klassiker, plötzlich sind meine Konten leer geräumt oder mein Amazon-Konto wurde missbraucht, um Drogen zu bestellen, ich weiß nicht was. Und dann ist immer gleich richtig Trouble und habe ich richtig Stress. Ja, das ist eine Schwäche. Für viele Menschen ist es nicht im Alltag zu sehen. Es ist schwierig, dann auch zu vermitteln. Also leider sehr wahr. Richtig. Der David hatte jetzt noch was in den Chat geschrieben. Vielleicht magst du diese Idee ansprechen. Privacy, aber da ist der David auch und vielleicht kannst du die Frage selber stellen. Hallo David. Hallo allerseits. Ich bin mir zu spät gekommen. Ich meine, es ist eine Diskussion, die irgendwie jetzt mittlerweile, glaube ich, 8 Jahre alt ist, weil das meiste, was ich jetzt dazu finde, wenn ich danach google, ist ungefähr 2011, 2012. Und das war die sogenannte, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, Spaccaria Post-Privacy.
Aspekt, dass man gesagt hat, den Datenschutz kann man sich sparen, das ist alles viel zu kompliziert. Es ist alles mittlerweile von allen bekannt, und wenn alle von allen alles wissen, dann gibt es auch kein Machtgefälle mehr. Und das wollte ich fragen, ob solche Tendenzen heute auch noch gibt, dass solche Ideen diskutiert werden, oder wird das jetzt für völlig absurd gehalten als Chaos Computer Club und so weiter? Ja, das ist natürlich ein krasse Standhaltung. Also das Ding ist ja auch, wenn alle von allen alles wissen, das ist ja gerade auch oft dann nicht der Fall. Also zum Beispiel in China weiß der Staat unglaublich viel über die Menschen, aber die Menschen wissen gar nicht, was der Staat von denen weiß, was auch dann zu diesem, was ja auch im Urteil vom Bundesverfassungsgericht damals zur Volkszählung 1983 genannt wurde, dass es einfach mit den Menschen was macht, wenn sie nicht wissen, was die anderen wissen. Und dann ist natürlich auch die Frage, will ich das wirklich, also wir tragen halt alle auch Kleidung am Körper, können wir auch alle ausziehen so. Weil, also am Ende komme ich nackt auf die Welt, ich sterbe nackt, eigentlich kann mir egal sein, wer mich nackt sieht. So. Also das heißt, diese Diskussion, die es damals gab, und wenn man nach diesem Stichwort, ich schreibe es mal in den Chat rein, Spakaria, ich weiß gar nicht, woher das kommt, googelt, dann findet man einiges dazu, aber das ist vorbei. Oder es gibt keine ernstzunehmende Diskussion mehr in dieser Hinsicht. Das weiß ich nicht. Also wir haben halt im Club eine klare Haltung eben, dass es Quatsch ist. So, dass es halt einfach ein Menschenrecht ist, hat ja Tobias von auch gesagt. Also einfach jeder Mensch soll für sich das entscheiden können. Und wer sich gerne nackt machen will, kann das ja tun. Also natürlich haben wir zum Beispiel jetzt speziell auf Nacktheit gewisse Regeln im Alltag. Ich glaube, im Auto darf ich nackt fahren, gibt es so komische Gesetze. Aber naja, also Spaß beiseite. Da nicht alle vielleicht dann in der Lage sind, sich entsprechend zu schützen, oder nicht alle dann sich trauen, vielleicht zu sagen, dass sie das nicht so toll finden, sollte man es als Default nicht einführen, dass alle ihre Privatsphäre aufgeben müssen. Also es wäre eine schlimme Entwicklung. So. Okay. Ich habe ein paar Links, also ich habe auch noch einen hier zumindest noch mal reingepostet, der darüber spricht. Oder wo das dokumentiert ist. Was ist. Also die sogenannten Crypto-Wars auch, wo immer so sozusagen die einen gegen die anderen argumentieren oder kämpfen, das kommt ständig wieder. Das ist leider nicht wegzukriegen. Ja, okay. Dankeschön für den Beitrag und die Zusammenfassung. Wo wir drüber gesprochen haben, was ja auch heute Abend Thema ist, was ich auch recht wichtig finde. Wenn wir etwas von Verschlüsselung hören, auch im Dienstkontext, hat das ja in der Regel was mit E-Mail-Verschlüsselung auch zu tun. Und hier muss ich sagen, blicke ich auch noch nicht so wirklich 150% durch. Aber ich frage jetzt dich einfach mal, Experten, E-Mail-Verschlüsselung, wenn ich jetzt es technisch schaffe, du hast das vorhin ja schon so ein bisschen erklärt mit diesen Paketen, mein Mail-Programm zu verschlüsseln, kann ich dann mit allen Leuten sicher Daten verschicken, oder gibt es da auch Sachen, die zu beachten sind oder irgendwelche Haken? Oh je, also klar, ja, ist alles immer beliebig kompliziert. Vereinfacht gesagt, wenn ich in der Lage bin, meine E-Mails zu verschlüsseln und die andere Person die gleiche Technologie verwendet, um es wieder zu entschlüsseln, und wir auf einem sicheren Weg unsere Geheimnisse sozusagen ausgetauscht haben, weil mein Beispiel vorhin hätte ja auch sein können, dass das Rote Schloss gar nicht deins ist, sondern ich glaube, Ingo war vorhin ein Name von unseren Teilnehmern, die auch hier dabei sind, dann hat der halt das Rote Schloss dran gehängt und ich dachte halt, es wäre deins, Tobias, und dann habe ich damit ja verschickt, und dann kann er natürlich einfach reinschauen. Also da gibt es schon nochmal kleinste Fallstricke, sage ich mal. Es gibt dann so Key-Server, wo man das hochladen kann, oder es gibt Krypto-Partys, die ich im Nachgang auch nochmal empfehlen würde, zu besuchen für Menschen. Da muss man aufpassen, aber vereinfacht gesagt ist es erstmal schon mal ganz, ganz gut so, wenn ich das, also wenn ich gesichert habe, dass das vernünftig ist, dass ich man nennt es dann Public Key, kenne. Das ist dann dieses rote Schloss sozusagen von dir. Wenn ich das habe, komme ich damit ganz, ganz gut klar, dass da sonst keiner mitliest. Aber dann hängt es auch wieder daran, was benutze ich für ein Betriebssystem? Bin ich mobil unterwegs? Da würde ich E-Mail-Verschlüsselung gleich lassen, weil mobile Endgeräte eigentlich als eher unsicher anzusehen sind. Und dann ist auch mein Alltagsverhalten, wenn ich halt dann mal die eine Mail verschlüssel, aber irgendwann eine Antwort wieder auf diese Konversation unverschlüsselt verschicke, dann ist auch wieder alles futsch. Also gibt es viele Zwischenstufen, die man noch an Sicherheit reinziehen kann.
Ja, ist es nicht so, wie ich mich jetzt eingelesen habe, habe ich erfahren, es gibt verschiedene Verschlüsselungsmechanismen, PGP oder S-MIME. Ist diese Verschlüsselung wirklich nur sicher, wenn der Gegenüber auch wirklich die gleiche Verschlüsselungsmethode auch verwendet? Und wenn ja, wie finde ich das heraus? Also wie kann ich sicher gehen, wenn ich jetzt, gut, bei dir bin ich relativ sicher, aber wenn ich dem David jetzt eine E-Mail schicke, wie kann ich denn herausfinden, dass die denn dort auch verschlüsselt ankommt? Oder was passiert, wenn ich sie verschlüsselt und er kein Verschlüsselungstool nutzt? Also dann sieht er Salat. Ich kann das theoretisch, könnte ich das mal zeigen? Gerne. Hier. Sollen wir das einmal machen? Oder? Ja, gerne. Zeit haben, ja. Also dann gucke ich mal, dass ich hier mal auf Thunderbird, das muss ich wieder sharen. Chat mache ich nicht mehr auf, dann stürzt es hier scheinbar ab manchmal. Also gehen wir hier mal auf so, Share Screen. Jetzt müsstet ihr meinen Thunderbird sehen. Das ist ein Mail-Client. Da sind jetzt verschiedene berufliche oder eben private Mail-Anbieter reingehängt sozusagen mit Passwörtern. Übrigens hier der kurze Hinweis, also Posteo benutze ich privat und Mailbox.org. Das wären jetzt so Mail-Provider, denen würde ich mehr vertrauen als sowas wie GMX. Das ist noch so ein ganz alter Account, den ich für so, ich nenne es mal Müllsachen verwende, die so halb seriös sind, weil ich da auch meinen Klarnamen habe. @gmx.de. Und was ich halt machen kann, ich schreibe jetzt mal eine Mail von Posteo aus an mich von GMX. Jetzt gucken wir mal, @gmx, da haben wir doch einen, das bin ich. Und ich mache jetzt mal die Verschlüsselung an, das sind diese beiden Symbole. Wir sehen jetzt das Mailfenster nicht, sondern nur das Fenster mit den ganzen Postfächern. Dann teile ich mal einfach alles komplett, das würde wahrscheinlich helfen. Genau, den Desktop oder eben das neue Fenster. Dann. Und der Share Screen, dann müsste es eigentlich jetzt, sieht man jetzt alles? Ja, jetzt sieht man gar nicht, also uns. Ja genau, das ist sehr gut, dann mache ich uns klein, jetzt müsste man die Mail sehen. Nee. Ah, okay, Moment, dann muss ich hier nochmal kurz auf Share gehen. Was gibt es denn hier? Desktop 1. Also da habe ich mich, glaube ich, noch nicht richtig drauf geklickt. Jetzt ja, richtig, wunderbar. Ich keine also, dann machen wir hier mal, das ist eine Mail, Punkt. Und die ist jetzt mit diesem Knöpfchen hier verschlüsselt. Ich schicke die mal ab. Wird auch was gesagt, dass das so verschlüsselt ist. Und wenn ich jetzt bei GMX gucke, in diesem Thunderbird, wo ich hinterlegt habe, wie man es auch wieder aufkriegt, dann haben wir in der Inbox, wo ich jetzt hoffe, dass hier keine privaten Sachen zu viel von Leuten zu sehen sind, sehe ich, das ist eine Mail und da steht auch, die wurde decrypted. Also erstmal Haken dran. Hat geklappt und ich kann sie ganz normal lesen. Aber ich hätte auch hier, jetzt müsste man den Browser sehen, oder? Ja. Ich hätte mich auch hier einloggen können. Also das ist übrigens das, was jetzt auch GMX von mir sehen kann. Die können ja meine Mails lesen eventuell. Ups, irgendwie richtig tippen. Aber da wird die Mail jetzt nicht lesbar sein, weil sie eben verschlüsselt ist. Dazu, weil ich keine Ahnung habe, was mein GMX-Passwort ist, weil es nicht so relevant für mich ist, ist ganz gut, dass jetzt man noch einen Passwortmanager sieht. Das wäre noch eine Option, die mir hilft, mir schwierige, Moment, wir sind bei E-Mail, mir schwierige Passwörter zu merken. Dann haben wir hier GMX-Mail, machen wir hier Copy-Password. Dann ist es im Zwischenspeicher. Dann seht ihr das auch nicht, was ich da eingebe, obwohl ihr hier schon mal ein paar Notizen von mir gesehen habt. Und so ist es halt. Jetzt habe ich es zweimal eingefügt, weil es träge ist, das System. Na, ist hier ganz schön am Arbeiten. Mal gucken, ob es klappt. View Safe Logins. Es sollte nicht saved sein. Ich wollte hier eigentlich nur Copy Password zurück. Zack, einfügen. So, jetzt sollte ich eigentlich reinkommen. Nein, will ich nicht safen. Keine Ahnung, was jetzt hier an Start alles kommt, weil ich hier ewig nicht drin war. Handynummer aktuell, blub, 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 irgendwelche Spam-Verdacht. Ist mir egal, aber da ist sie und da sieht man auch schon so ein Schlösschen. Wenn ich da draufklicke, dann sehe ich Kram. Kann man sehen, oder? Ja, genau. Also es ist nicht lesbar. Und das ist eigentlich dieses Mathematische, was ich vorhin ganz einfach mit 2x3 = 6 erklärt habe. Also hier wird jetzt einfach nicht mehr klar sein, ist nicht mehr klar, was es ist. Man erkennt aber sogar, das System weiß, es ist eine PGP-Message, die startet hier und die endet dann da unten, sieht man es nicht irgendwann. Aber eben dazwischen ist es Zahlensalat. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, vielen Dank, super. Genau, gehen wir aus der Freigabe raus. Und ich habe jetzt gerade gesehen, du benutzt auch einen Passwortmanager. Ich finde, das ist auch ein tolles Thema in einem Gespräch über Sicherheit.
Warum benutzt du einen Passwortmanager und was ist das eigentlich? Ja, vorab würde ich sagen, erstmal wichtig ist dann auch, was man für einen Passwortmanager benutzt, dass man eben keine zu kommerziellen benutzt, weil da wieder auch neue Probleme auftreten. Also ich benutze in dem Fall KeePass, das ist wieder so eine freie Software, wo man den Code sehen kann. Und jetzt, was ich da benutze mit dem Passwortmanager, ist im Prinzip, dass ich ein Masterpasswort habe, was man vielleicht gesehen hat, was ein bisschen länger war. Das musste ich eingeben und das habe ich auch nur im Kopf. Und damit mache ich den Tresor auf und da drin liegen sozusagen auf Zetteln alle, nicht alle, da waren jetzt auch so ein paar, also ich habe mehrere Passwortmanager-Dateien, aber da waren jetzt einige schon zu sehen, haben wir auch vielleicht, wenn man auf den Bildschirm geachtet hat, gesehen. Ganz viele Passwörter waren da abgelegt sozusagen. Also der Vorteil ist halt auch, dass du so eine Database, heißt es da, einfach erstellen kannst und du kannst dir dann auch Passwörter generieren, weil Passwörter sind ja auch eine Schwachstelle für Verschlüsselung und da kriegt man halt einfach Passwörter gemacht, die halt sich niemand merken kann und die einfach dann auch stark sind. Ja. Das heißt, man muss sich eigentlich dann nur noch ein Passwort merken und das sollte man sich dann auch merken. Das ist halt genau wieder dieses 0-1-Ding in der Informatik, gibt es halt nicht. Sondern, oder also bei diesen ganzen gesellschaftlichen Themen, ist auch eine neue Schwachstelle. Das ist man nennt es dann Single Point of Failure, also den einen wunden Punkt, die Achillessehne. Wenn ich das Passwort preisgebe, warum auch immer, vergesse, wäre auch blöd, ich kann auch morgen tot umfallen. Ist auch eine Frage, die man sich stellen muss, habe ich auch. Ich habe also auch ein Bankschließfach, komme im Moment, zu Lebzeiten komme nur ich dran. Aber wenn ich jetzt morgen im Straßenverkehr, hatte ich ja vorhin als Beispiel, wenn mir was passiert, dann gibt es ja schon auch Dateien, auf die meine Familie bitte schön zugreifen soll, wenn es Finanzdateien sind. Da muss ich also auch vorsorgen. Muss man da mitdenken. Ja. Okay. Besteht zum Kontext Passwörter, Passwortprogramm, Passwort-Safe noch irgendwie Rückfragebedarf? Also ich habe den Link zu dem von dir empfohlenen KeePass auch mal in den Chat reingeschrieben. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele. Was hältst du davon, wenn diese Passwortmanager anbieten, eine Cloud-Synchronisation? Also das heißt, dass ich die Passwörter auf dem Smartphone, auf dem iPad und auf dem Computer abgleichen kann über eine Cloud? Ja, danke für die Frage. Deswegen habe ich diesen Disclaimer am Anfang gemacht. Ich persönlich halte davon nichts. Es gab auch schon ein, zwei Dienste, die dann halt eben in dieser Cloud, also Cloud bedeutet ja einfach nur, das sind Computer anderer Leute, denen ich dann wieder vertrauen muss. Da gab es dann auch schon mal Probleme und Passwortdateien sind wohl verloren gegangen. Und das ist halt bitter, weil es dann halt oft sehr sensitive Daten sind. Also die würde ich generell nicht reinstellen. Man sieht leider an diesem Beispiel, Sicherheit und Bequemlichkeit schließen sich gegensätzlich aus. Ist so. Es nervt halt, wenn ich drei Devices habe, drei Geräte, und ich muss halt ständig die Passwortdatei irgendwie umziehen, weil ich halt was aktualisiert habe. Allerdings würde ich mir die Frage stellen, muss ich wirklich immer von allen drei Geräten immer alles tagesaktuell haben? Oder wäre es nicht denkbar, auf manchen Geräten gar nichts zu machen? Zum Beispiel Online-Banking gar nicht auf dem Handy. Habe ich dafür einen Rechner und mache es darauf? Also da kommt man halt dann einfach in eine gewisse Überlegungskette rein so. Aber ich finde es auch in Ordnung. Und wenn ich halt ein bisschen da aufgeklärt bin, und da würde ich auch nochmal empfehlen, Alexander Lehmer-Videos zu schauen. Vielleicht kannst du da auch nochmal den Link posten. Ja, der sagt sowohl was zu sicheren Passwörtern wie auch zum Passwortmanager. Da kann ich mich schon ein bisschen aufklären und dann kann ich einfach mündlich eine Entscheidung treffen. So. Also einfach bewusst sagen, ich will die Cloud, ich nehme es in Kauf, ich will die Bequemlichkeit, aber riskiere dann halt auch mal so ein richtig blödes Leak. Finde ich am Ende des Tages okay. Also ich will da niemandem einen Zeigefinger um die Ecke kommen oder sagen, ich habe hier die Weisheit mit Löffeln. Ja. Nein, aber ich finde es ja gut, weil ich meine, wir bekommen ja von allen Seiten auch Dienste angeboten. Ich meine, Online-Banking, das ist ein tolles Stichwort, was du da gesagt hast. Immer mehr Bankfilialen machen zu. Wir werden im Prinzip zum Online-Banking ja auch, ich sag mal, getrieben oder geschubst eher. Und immer mehr Banken bieten dann auch verschiedene Identifikationsmechanismen über das Smartphone an. Und da finde ich es einfach auch mal gut zu wissen, okay, was hält eigentlich ein Fachmann davon? Weil nehmen wir jetzt einfach mal die verschiedenen Überprüfungen dieser Transaktionsnummern, der TAN. Da gibt es ja, dass du die dann per SMS zugeschickt bekommst oder eine extra App dann hast, wo dann das Gerät verbunden ist. Hast du dazu eine Meinung? Ja, denk schon. Also
Grundsätzlich, das nennt man ja Zwei-Faktor, was da gemacht wird. Also zwei Faktoren führen zum Erfolg. Das wäre so ähnlich, dass du mir zwei Fragen stellst. Einmal so, gib mal deine PIN ein und dann, jetzt sag mir noch dein Lieblingsessen oder sowas. Und im Idealfall sind es halt zwei wohlgehütete Geheimnisse und dann bin ich doppelt sicher, weil jemand, wenn er weiß, dass ich am liebsten Pasta esse, dann hat er noch nicht viel gewonnen, weil er meine PIN nicht kennt oder umgedreht. Problem ist natürlich genau, wie du sagst, es gibt halt viele, viele verschiedene Verfahren und einige sind halt sicherlich nicht so stark wie andere. Und ich würde immer empfehlen, ich würde nie Online-Banking, gerade die Sparkasse, auch wenn das jetzt hier aufgezeichnet wird und vielleicht das ein bisschen gemein ist, aber gerade die Sparkassen-App beim Banking ist jetzt nicht die sich als mit rumbekleckert hat, das kann man nachlesen. Und die bieten dann zum Beispiel eben sowohl diesen Zugang an ins Online-Banking rein, als auch, wie du sagst, dann kriege ich noch auf das gleiche Gerät über eine zwar andere App, aber es ist auch Sparkassen-App, kriege ich dann wieder diese Authentifikation, die zweite, zugeschickt. Und das ist halt eigentlich Murks, weil es eigentlich wieder nur ein Faktor ist, nämlich das Handy am Ende. Also das sind so, das muss man dann schon sauer machen, aber es gibt auch wieder ein Positivbeispiel, Sparkasse. Bei uns jetzt gerade privat haben wir auch Online-Banking jetzt auf so einem Gemeinschaftskonto, einfach weil es halt im Alltag irgendwie nötig wird langsam, eingerichtet und da haben wir ein extra Gerät bekommen und damit wird über die eigene Karte nochmal was Neues generiert und solche Zusatzsysteme sind dann schon okay. Also die überlegen sich da auch was. Ja, geht aber auch auf Kosten der Mobilität, weil ich mal so einen Chipkartenleser habe ich hier ja auch, da steckt man seine EC-Karte rein, das liest dann so ein Wurschtelkram, was da angezeigt wird am Bildschirm ab und gibt mir dann eine Transaktionsnummer, die ich dann eingeben kann. Ja. Aber wie gesagt, kann ich ja nicht unterwegs auch vom Smartphone irgendwie machen. Genau so, ja. Also wie gesagt, Sicherheit, Bequemlichkeit sind eigentlich konträr. Ich mache immer das Beispiel Haustür. Es ist super bequem, morgens aus dem Haus zu gehen, die Haustür aufzulassen. Wenn ich von der Arbeit zurückkomme, dann laufe ich einfach in mein Haus rein. Ist doch schön. Ja, es ist bequem. Sicher ist es halt nicht. Und da genau kann man, glaube ich, sehen, die zwei Begriffe stehen sich eigentlich immer konträr gegenüber im Alltag. Das stimmt. Ja, aber vielen Dank dafür den Einblick. Hast du sonst noch irgendwelche, ich sag mal, Empfehlungen, wenn es, ich sag mal, auch gerade um unser Smartphone oder auch um unser Datenmanagement geht, wo wir mit wenig Expertenwissen doch einen relativ großen Sicherheit an oder einen großen Rahmen an Sicherheit auch bekommen, also was wir mit kleinen Schritten machen können. Also erstmal die Erkenntnis, die sich vielleicht auch durch unser Gespräch ein bisschen ergibt, dass eben kein System sicher ist, dass es einfach erstmal grundsätzlich Sinn macht, überhaupt nachzudenken und aus der Komfortzone rauszutreten. Das ist jetzt natürlich banal und hilft mir im Konkreten überhaupt nicht. Aber was sehr wichtig ist, ist, ich sage immer, Patchen ist wie Händewaschen. Patchen meint das Einspielen von Sicherheitsupdates. Also es gibt ja für viele Geräte regelmäßige Updates. Und das sind nicht nur Funktionsupdates, dass ich jetzt irgendwie ein neues Design habe vom Bildschirm oder ich weiß nicht was, sondern wirklich auch ein sogenannter Sicherheitspatch. Es wird oft auch dazu gesagt. Und es gibt auch oft kritische Sicherheitslücken, die man dann auch mal in der Tagesschau hört oder auf Seiten wie heise.de. Und die Dinger sofort einspielen. Immer, immer, immer. Also dieses Patchen ist wie Händewaschen. Sicherheitsupdates, sobald da was da ist, drauf auf das Gerät. Genau. Das Thema hatten wir ja auch bei den Smartphone-Entdecken vor Ort-Veranstaltungen, gerade wenn es um App-Updates, aber auch um System-Updates geht. Und von daher auch, ich sag mal, beim Smartphone, die häufigste Frage bei den Veranstaltungen war ja immer, was für ein Gerät soll ich mir kaufen oder könnte ich empfehlen? Ist ja auch immer sehr schwierig, weil ich ja auch keine Werbung machen möchte. Aber ich glaube, ein wertvoller Tipp ist auch ein Gerät, wo es noch Updates für gibt. Denn man kriegt für wenig Geld alte Android-Geräte mit Android 4, Android 5, aber da gibt es natürlich auch nichts mehr dazu. Also genau, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Das hängt von meinen eigenen Fähigkeiten ab. Also wenn ich natürlich jetzt mich da richtig reinfuchse und dann kenne ich vielleicht Linear OS und dann kann ich eben auf einem uralt Android-Gerät eine schlanke Software draufbringen, die super sicher ist und toll gepatcht wird von der Community. Aber das ist halt eine Frage, kann ich das leisten oder möchte ich das leisten? Im Endeffekt, böse gesagt, sind so Hersteller wie eben, auch Samsung ist da eben wieder ein leider Negativbeispiel, Hersteller, die haben kurze Update-Zyklen, die entwickeln einfach ständig neue Geräte und dadurch haben sie natürlich auch keine Lust, auf alte, verkaufte Geräte ständig Updates noch zu installieren. Das ist jedes Mal ein Act für Programmierer. Das kostet Arbeitszeit, das kostet richtig Geld. Und das ist eine Frage,
möchte ich das Geld in die Hand nehmen und außerdem verhindere ich ja den Neukauf meines neuen Geräts, weil wenn das alte noch gut funktionsfähig ist, dann kauft der Kunde ja nicht das neue. Also das ist leider halt, ist auch eine Forderung des CCC schon in geraumer Zeit, dass man eigentlich transparenter haben müsste bei einem Kauf eines Geräts, wie lange kommen eigentlich Sicherheitsupdates. Das ist für mich eine der höchsten Entscheidungskriterien, um ein Gerät zu kaufen. Richtig, und, genau. Das ja. hatten wir ja auch bei den Veranstaltungen da auch vor Ort. Genau. Ja, gucken wir mal von dem Smartphone auch Richtung Computer. Wir hatten jetzt so ein paar Tipps generell, Updates am Smartphone. Was können wir in Bezug auf unseren Browser oder unserem Surfverhalten machen, um dort auch so ein bisschen für Sicherheit zu sorgen? Also es gibt ja bei verschiedenen Browsern auch unterschiedliche Add-ons, einige zu empfehlen, einige nicht zu empfehlen. Was sind da denn so deine Erfahrungen? Was lohnt es sich denn auch überhaupt zu machen? Also grundsätzlich würde ich halt empfehlen, du hast ja normalerweise einen eingebauten Browser, sage ich mal. Wenn du Windows Neues nutzt, dann hast du irgendwie Edge. Wenn du ein macOS hast, also ein Apple-Gerät, dann hast du den Safari bei den festen Rechnern. Bei Linux bist du frei, kannst du installieren, was du willst. Oft ist irgendwie schon Firefox drauf. Grundsätzlich würde ich mich klar für Firefox aussprechen, weil es wieder freie, offene Software ist. Du kannst halt wieder eigentlich sehen, wie es geschrieben ist. Niemand versteht es am Ende, weil es Millionen Zeilen von Code sind. Aber du kannst wenigstens darauf hoffen, dass irgendjemand, der was versteht, auch mal drauf guckt. Und ja, also deswegen wäre das erstmal so Empfehlung Nummer 1, Firefox zu benutzen, weil die ziemlich aktuell immer sind. Und die haben auch tolle Add-ons, insbesondere im sogenannten Ad-Blocking-Bereich. Ad-Blocker kann man erstmal sagen, so hey, das macht mir doch die Werbung weg. Das ist voll angenehm manchmal, weil mich doch diese Seiten oft zumüllen. Wenn ich draufgehe, andererseits sperrt mich dann eben, ich hatte vorhin über Bild.de was gesagt, also sage ich es nochmal, Bild.de sperrt mich dann halt aus. Die argumentieren, ja, wir machen doch Werbung und du machst es uns kaputt, du blockst es einfach weg und dann können wir nicht unser Geschäftsmodell fahren. Da muss ich sagen, gibt es doch Schlimmeres, als von Bild.de ausgeschlossen zu werden, oder? Richtig, das wollte ich jetzt eigentlich auch gerade sagen. Punkt 1. Punkt 2 ist aber noch viel relevanter, was die nicht sagen, ist, dass Advertising, also diese gezielte Werbung, die ja möglich ist, hatten wir vorhin besprochen, weil Firmen kommerziell sammeln Daten über mich und wissen verflucht viel über mich. Zusätzlich wissen die aber auch ziemlich viel über meine technischen Geräte, weil wenn ich eine Seite aufrufe, dann sage ich meistens so, hey, ich bin gerade ein Firefox, die Version, ich bin ein Windows-Gerät und blub, blub, blub. Und wenn man dann gezielt Werbung einspielt, also das bösartig macht, dann kann man darüber Schadsoftware abrufen, weil halt scheinbar zwar irgendeine Werbung aufgeht über, was weiß ich, einen Adidas-Schuh, aber im Hintergrund läuft noch ein sogenanntes Skript und greift ganz gezielt das System an, das ich halt gerade nutze. Das ist halt uncool. Und das nennt man Drive-by-Infection, das betrifft oft die großen, also Massenangriffe oft, also sage ich jetzt mal eben Windows, aber auch gerade war vor kurzem wirklich auch mal Apple betroffen, wo viele überrascht waren in der Community, dass Apple auch so breit einen Angriff abbekommt. Das ist also sehr, sehr kritisch und deswegen wäre ich ganz stark dafür, Ad-Blocking zu haben. Und da bietet eben Firefox immer was Gutes. Das ist auch wieder so eine Frage von Tagesaktualität. Bei ein paar Updates ändern sich einfach auch mal am empfehlenswertesten sind, die Add-ons. Da würde ich auf eff.org, also eff.org verweisen. Oder auf digitale Selbstverteidigung, das hatte ich vorhin mal aufgemacht, von Digital Courage, weil die dann doch immer recht, nenn es mal tagesaktuell, die richtigen Empfehlungen aussprechen. EFF ist aber auf Englisch. Also insoweit würde ich dann sagen digitalcourage.de und dann das Stichwort digitale Selbstverteidigung. Da kommt man dann auch auf eine ganz gut aufgeräumte Seite und findet da recht konkrete Empfehlungen dann doch auch. Und letztlich könnte man sagen, hey, benutzt halt NoScript, das wäre noch so eine Empfehlung, aber die ist halt nicht für den normalen User gemacht. Das ist... Also. David kommt gerade noch der Hinweis, dass es aber auch, also dass das Werbung ja grundsätzlich, ich glaube, immer in so einem Negativkontext gesehen wird, es aber auch gute Anbieter gibt, die sich über Werbung finanzieren. Mimikama zum Beispiel ist auch ein Verein aus Österreich, der sich eben mit Aufdeckung von Fake News sehr beschäftigt. Und die sind eben auf Werbung und Spenden finanziert. Da übrigens noch mal ein Hinweis, am 11.11. haben wir den André Wolf von Mimikama auch hier in diesem Talk. Da geht es nämlich auch um Fake News. Das wird auch ein ganz spannender Abend. Also von daher ist auch mal so eine Zweischneidigkeit, weil
auf der einen Seite, wir als Nutzer wollen ungern für etwas bezahlen und andere Leute seltsamerweise wollen auch nicht umsonst immer arbeiten. Mhm. Ist halt, irgendwie muss ich das in die Waagschale, muss ich das auch treffen in der Mitte, ne? Ja, wobei, da würde ich sagen, in dem Fall ist es eine klare Sicherheitsentscheidung. Also das Adblocking habe ich nicht gesagt im Sinne von schützen wir uns vor Ausspähung, sondern das Adblocking habe ich gesagt, das ist eine der wichtigsten Empfehlungen, um seinen Computer zu schützen. Und zwar IT-sicherheitstechnisch. Das ist wichtiger, als einen zusätzlichen Virenscanner zu haben. Also wenn ihr zusätzliche Virenscanner installiert habt, schön und gut, zahlt Kaspersky und Co., ist keine relevante Sache. Wenn ihr ein Windows-System habt, habt ihr einen eingebauten, der reicht völlig aus. Wenn ihr Apple habt, seid ihr sowieso gut aufgestellt, Haken dran. Wenn ihr ein Linux-System benutzt, braucht ihr sowieso nicht. Sondern schaut darauf, dass ihr einen aktuellen Browser habt mit einem Adblocker. Das ist deutlich sicherheitsschützender. So habe ich es gemeint. Lieber dann spendet halt bitte. Spendet einfach für die Dienste, die ihr nutzt. Das ist doch, dann denke ich, okay, weil ich glaube, die eigene Sicherheit ist höher zu bewerten als Geschäftsmodelle. Ups. So, ich habe jetzt gerade in den Chat geschrieben, was ich eigentlich im Firefox suchen wollte. Ist ein sehr guter Hinweis mit dem Adblocker. Ich weiß, mit Empfehlungen ist es natürlich immer so eine Sache, aber vielleicht auch mal so die Runde an die Frage an die, die auch einen Adblocker benutzen. Was ist zu empfehlen? Was nutzt ihr? Weil da gibt es ja auch wie Sand am Meer unterschiedliche. Nutzt jemand von den Besuchern hier einen Adblocker? Der Bernd. Bernd, du nutzt doch bestimmt einen Adblocker, oder? Also, welchen nutzt du denn? So, Bert schreibt in den Chat. uBlock Origin, genau. Bin ich dabei? Ja. Da haben wir hier schon mal eine gute Empfehlung. Nutzt noch jemand? Die Maren, die ist doch auch Informatikerin. Die nutzt doch bestimmt auch einen Adblocker in Kassel, oder? Die ist leider gerade nicht da. Die ist gerade rausgegangen vor 2 Minuten. Wenn sie wieder reinkommt, fragen wir sie. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ansonsten nutzt hier niemand einen Adblocker. Ja, dann wird es aber mal Zeit. Okay. Also, ja, Steffen. Ja, genau, ich würde sagen, also uBlock Origin, es gab mal Privacy Badger, da spricht schon wieder was dagegen, aber also diese Digital-Crush-Seite ist, glaube ich, da ganz gut als Anlaufpunkt. Was ich noch machen könnte, um mal klarzumachen, wie krass das ist, ich kann gerade noch mal meinen Firefox sharen und einfach mal kurz zeigen mit Lightbeam, ist auch ein Firefox-Plugin, was da eigentlich abgeht im Hintergrund. Also machen wir das mal kurz. Mal hier ist der, ich glaube, das ist der Browser. Ja. Da ist noch, falsches Ding, na egal. Und zwar, ich installiere mir jetzt mal kurz das Add-on Lightbeam, was sichtbar macht, wie viele Rechner mir eigentlich Werbung draufwerfen sozusagen oder mitbekommen, wenn ich surfe. Jetzt gucken wir mal, ob ich jetzt bei, muss mal kurz gucken, ich glaube, am besten hole ich mir das hier über diese Add-on-Geschichte, sehe ich gerade nicht über, also gucken wir mal, Extensions, das heißt das, glaube ich, hier, oder ist das, gucken wir mal kurz, da ist doch was. Das will ich mir jetzt irgendwie installieren, das sehe ich leider genau da, wo das steht, wo man das installiert, seid ihr jetzt gerade, soll ich irgendwie wegziehen, da ist es. Lightbeam, nee, da bin ich wohl falsch abgebogen. Dann ist es wohl unter Plugins. Gucken wir mal, ob ich da richtig lande. Sonst zeige ich gleich einen Screenshot, aber schöner wäre eigentlich Lightbeam Add-on Type Extension. Gucken wir mal, ob wir jetzt Glück haben. Nee, ich sehe es gerade nicht. Jetzt muss ich überlegen, ob ich irgendwo noch ein Lightbeam drinnen habe. Ist natürlich jetzt schlecht vorbereitet, aber ich habe ein frisches Firefox-Profil benutzt. Ich gehe mal gerade auf eins, wo meine ich Lightbeam drauf ist und schalte mal auf den Browser um. Gucken wir mal, ob wir hier Lightbeam haben. Ah, Lightbeam ist hier. Sehr gut, okay. Also ich schalte gerade nochmal auf einen anderen. Dann machen wir den hier mal kurz aus. Stop Share. Na, wenn mal, dass hier nichts abstürzt. Lasse ich den mal gerade wieder ein bisschen aus. Dann gehen wir hier auf und dann, oder? Jetzt müssten wir den hier sehen. Genau. Und da gibt es das Plugin Lightbeam schon. Und das Lightbeam lief hier schon eine Weile, deswegen sieht man hier sofort schon das Ergebnis. Aber eigentlich macht man das so, ich kann ja einmal Reset Data machen, einmal alles hier irgendwie
wegwerfen, machen wir die Bookmarks noch weg und jetzt ist erstmal alles nackt. Aber wenn ich jetzt hier anfange, auf so ein paar Seiten zu gehen, ich gehe mal auf was gehen denn so die Leute? Spiegel.de, gehen wir mal auf Bild.de, ich keine Ahnung, ob es hier weggeblockt wird, auf Tagesschau, also seriöse Seiten, wo man sagt, so, hey, das ist doch nichts Böses, Zeit, ich gehe mal noch auf Zalando.de und vielleicht noch auf Kicker.de für Fußball, das reicht schon. Jetzt gehen wir wieder zum Plugin und da baut es sich schon auf und es ist einfach so, ich habe im Moment 4 Seiten besucht, also er lädt gerade die da oben noch und dann fängt es halt ziemlich schnell an, dass dann immer mehr, hier zählt es jetzt hoch, dass immer mehr weitere Seiten irgendwie Zugriff auf meinen Rechner haben, weil sie mir Inhalte ausliefern. Das können Schriftarten sein, es kann Werbung sein und jede von diesen zusätzlichen Seiten könnte theoretisch auch Ads, also Werbung missbrauchen, um mir Schadcode abzuwerfen. Und das ist halt überhaupt nicht lustig. Das ist ein Problem. Und es wird jetzt immer mehr, das werden über 100 bald werden. Das sind nur 7 Seiten. Und ich glaube auch Seiten, wo man sagt, so, hey, das sind eigentlich Seiten, finde ich ganz okay. Ich lese gerne irgendwie Tagesschau.de mal gut. Bei Bild haben wir schon was gesagt. Aber bei Zeit sieht man schon, es gibt so Verbindungen. Also Google zum Beispiel hat offensichtlich, kriegt mit, wenn ich auf Kicker bin und wenn ich auf Zeit bin. Oder, was haben wir hier noch? Das sind so die Bekannten, so Google sind oft verknüpft, aber es sind ganz viele am Markt, die sind riesengroß. Bing ist jetzt auch eine Suchmaschine, die sind riesengroß, die kennen wir alle nicht, weil die mit unseren Daten im Hintergrund handeln. Kannst du vielleicht noch mal kurz zeigen, wie ich jetzt zum Beispiel so einen Adblocker bei Firefox einrichte oder installiere? Also, wir hatten ja vorhin uBlock Origin jetzt mal genannt, das würde ich jetzt gerade auch mal versuchen. Genau. Der David, der fragt jetzt nach Ghostory, ob das auch okay ist. Oh, da müsste ich jetzt auch wieder selbst nachlesen, ob das im Moment noch als okay gilt. Es galt auch mal eine Weile nicht mehr als so okay, weil Ghostory hat wohl, das muss ich aus dem FF sagen, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle, aber ich meine, die haben sich auch Geld dafür geben lassen, um wieder welche durchzulassen, Werbung. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwas war da nicht koscher. Im Zweifelsfall, wenn es Englisch okay ist, dann EFF.org, da sind die aktuellsten, finde ich. Oder sonst halt digitalcourage.de. Genau, machen wir das mal. Also jetzt bin ich bei Firefox, dann gehe ich auf die Add-ons. Hat jetzt gerade zwar nicht geklappt, aber wir versuchen es mal. Also uBlock Origin heißt es ja. Origin geschrieben. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Und da ist es auch schon. Ist auch sogar empfohlen hier von Firefox. Und dann kann ich hier draufklicken. Dann kriege ich noch ein paar Reviews. Das macht auch immer Sinn zu lesen ein bisschen, ob das wirklich so sinnvoll ist. Und dann drücke ich eigentlich hier nur auf den Knopf. Und dann ist es da. Da oben ist jetzt das Symbol. Okay. Das kann man natürlich noch feiner justieren. Man kann es hier einfach platt ausmachen und wieder anmachen. Aber man kann auch hier sehr fein justieren, was man, glaube ich, nicht muss. Da sind so mitgelieferte Listen. Und das sollte mich jetzt schon ein bisschen schützen. Also wenn ich dann hier wieder Reset Data mache, ist alles wieder kaputt hau und hier wieder auf die Seiten gehe, ich mache jetzt einfach F5 und lade dadurch neu, dann sollte es jetzt irgendwie Party habe ich vergessen, Enter zu drücken offensichtlich. Dann sollte es schlanker ausfallen. Und was auch wichtig ist, dass man eigentlich in den Einstellungen der Privatsphäre eben hier auch, was bei den Browsern immer verschieden aussieht, dass man dann drauf geht bei diesem Privatsphäre und Sicherheit und eben möglichst viel wegblockt, dass ich eben Fingerprint, das wäre auch was ich wegblocken sollte, also dass man möglichst viel Kram wegblockt. Hier kann man eben wirklich, alle Cookies ist schlecht, Cookies haben auch eine gute Funktion, aber man kann hier entweder das hier auswählen oder das hier, also da kann man so ein bisschen rumspielen, sage ich mal. Aber man sollte gucken, dass man möglichst diese Tracking-Geschichte rauskriegt aus den Browsern. Ja, super. Also danke, dass du es nochmal gezeigt hast. Für diejenigen, wo es jetzt zu schnell war, es wird die Aufzeichnung ab übermorgen wahrscheinlich geben. Im Blog, da kann man sich das dann auch nochmal in aller Ruhe nachgucken. Ja, mit einem Blick auf die Uhr gucke ich jetzt mal in die Runde und frage jetzt einfach nochmal, gibt es von eurer Seite noch spezielle Fragen oder Rückmeldungen oder gibt es vielleicht noch ein Themengebiet, was wir noch gar nicht angeschnitten haben, weshalb ihr vielleicht heute Abend sogar hergekommen seid?
So, noch Abstimmung, vielleicht nur zum Verständnis, wenn bei Smartphone-Entdecker, dass der Projektstandort in Kassel, da sind auch noch 7 Leute, 8 Leute vor Ort und bei der Lydia Dekanat Bergstraße in Fürth seid ihr, sehe ich. Ne? Lydia schüttelt den Kopf und Katrin nickt. Genau. Keine Fragen hier. Genau, das ist auch noch bei 11, 12 Leute da, aber deswegen dann die Rückfragen. Gut, nee, dann würde ich es einfach auch jetzt mal dabei belassen, Steffen. Ich danke dir, dass du trotz Infekt, trotz Krankheit jetzt heute Abend hier warst und uns wirklich einen ganz fantastischen Einblick in das Thema gegeben hast. Herzlichen Dank hierfür und ich glaube, so von den Reaktionen, was jetzt hier kam, kann ich sagen, dass die Teilnehmer auch den Dank auch teilen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Wie gesagt, in 2 Tagen gibt es die Aufzeichnung, dann auch im Blog. Dann gibt es auch das nächste Webinar unten mit der Katrin zusammen. Genau, und zwar geht es um Bildbearbeitung am Smartphone. Da wollen wir mal schauen, was wir am Smartphone mit unseren Fotos alles machen können. Seid ja auch herzlich dazu eingeladen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Kommt gut heim, wenn ihr es noch nicht seid. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Ciao.